Guten Tag, mein Name ist Bormann. Ich bin Lehrer in Berlin. Und gestern habe ich mal wieder eine Person getroffen, die so im Gespräch, in der Diskussion beiläufig bemerkte, darüber rede ich nicht mehr. Das Thema ist für mich gegessen. Um welches Thema ging es da? Es ging um den Treibhauseffekt und wie der die Erde erwärmt. Nun gut. Wenn man über Erderwärmung redet, muss man ja erstmal verstanden haben, wie sie generell funktioniert, oder? Bevor man sich dann den Treibhauseffekt anguckt. Stimmt's? Das wissen Sie, ja? Die Sonne strahlt auf die Erde und schon ist sie warm. So ähnlich ist es, ja. Also, die Sonne strahlt auf die Erde und ein Teil der Strahlen werden sofort zurückgeworfen. Und die tragen gar nichts bei zur Erderwärmung. Welche Strahlen sind das? Die Sie im All sehen können, wenn Sie dort als Astronaut herumfliegen. Ne? Also, Sie sehen weiße Wolken, das ist 100% Totalreflexion. Und Sie sehen blaue Meere. Und das ist die Reflexion des blauen Anteil des Lichts, der reflektiert wird von der Oberfläche unserer Weltmeere. Tja, was sehen Sie noch an Farben so aus dem All? Viel mehr ist das nicht, ne? Also hin und wieder mal die eine oder andere hellbraune Fläche. Also sowas wie ein schwarzer Körper ist die Erde nicht. Das heißt, dann würde ja das Licht komplett verschluckt und umgesetzt in Wärme auf unserem Erdball. Was sagt uns das? Das sagt uns im Umkehrschluss, welche Strahlen hier auf der Erde in Wärme umgesetzt werden. Und das sind insbesondere die Anteile des Lichts, die in den Weltmeeren in Wärme verwandelt werden, die nicht an deren Oberfläche reflektiert werden. So, Licht ist Teil des elektromagnetischen Spektrums. Und die Wirkung des Lichts im Wasser können Sie sehen. In den oberen Schichten des Wassers sieht man noch Gelb- und Rotanteile. Wie ich das bemerke, naja gut, gehen Sie in der Karibik tauchen oder so, wo ein paar bunte Fische rumschwimmen. Und je tiefer Sie tauchen, desto weniger bunt sind sie. Das heißt, oben an der Oberfläche, da sieht man noch Weiß und Gelb und Rot und alles leuchten an diesem Fisch. Je weiter sie nach unten kommen, desto mehr verschwinden diese warmen Lichtanteile. Und es geht über in Blau. Das heißt, diese blaue Strahlung, die braucht sehr viel länger auf ihrem Weg durchs Wasser, um in Wärme verwandelt zu werden. Wenn das Licht nämlich in Wärme verwandelt ist, dann ist es verschwunden. Und wer schon mal ganz tief in den Weltmeeren war oder eine entsprechende Dokumentation gesehen hat, der wundert sich vielleicht, dass es da unten dunkel ist. Nun gut, das liegt eben daran, dass das Licht dort nicht hinkommt, weil es auf dem Weg in die Tiefe in Wärme umgewandelt wird. So, jetzt wissen wir also, dass das einstrahlende Sonnenlicht aus dem All zum großen Teil an Wolkendecken hundertprozentig reflektiert wird und der andere große Teil in den Weltmeeren als Wärme landet. Und zwar direkt durch direkte Einstrahlung der Sonne in die Weltmeere. Die Weltmeere decken 60%, glaube ich, der Oberfläche der Erde ab. Ne? Schauen Sie mal nach. Das ist gigantisch. Okay, und wo entsteht die meiste Wärme in den Weltmeeren? Am Äquator, weil dort die Sonne nahezu senkrecht drauf steht, ja, schwankt so ein bisschen. Und deswegen wird dort die meiste Wärme erzeugt. Und sämtliche Meeresströmungen, die wir auf der Erde haben, werden stark durch diese Wärme beeinflusst. Ja. Unter anderem als ein Faktor.
Aber was Sie daraus auch schließen können, ist, dass ohne diese gigantische Wärme, die dort am Äquator einstrahlt, nichts zu erklären ist, was hier auf der Erde irgendwie mit Klima zu tun hat. War jetzt vielleicht ein bisschen umständlich ausgedrückt. Was wollte ich damit sagen? Das komplette Leben auf unserer Erde wird bestimmt durch die am Äquator in die Meere eindringenden Sonnenstrahlen. Fast das komplette Leben. Gibt natürlich noch ein paar andere Effekte, aber ohne diese Energie wird es hier auf der Erde kein Leben geben. So. Die Energie von 1,5 Millionen Atomkraftwerken wird dort abgezweigt am Äquator, um nach Europa zu fließen und hier unsere Umgebung zu erwärmen. Wie ich darauf komme, lesen Sie mal ein bisschen was über den Golfstrom und welche Energie der Golfstrom transportiert. Rechnen Sie das um in das, was ein Atomkraftwerk in der Lage ist zu produzieren. Und dann kommen Sie auf diese Zahlen. 1,5 Millionen Atomkraftwerke wären nötig, ohne den Golfstrom, um Europa auf die aktuellen Temperaturen zu erwärmen. Ja, wie warm wäre es denn hier in Europa ohne den Golfstrom? Ganz einfach. Sie nehmen den gleichen Längengrad und schauen sich dann mal an, wo Sie da landen, wenn Sie auf dem Kontinent so ein paar tausend Kilometer Richtung Osten fahren. In Novosibirsk. Das ist das natürliche Klima von Europa ohne den Golfstrom. Können Sie ja sagen, naja, der Golfstrom gehört ja dazu. Da gibt es diverse Ängste, dass sich am Golfstrom irgendwas mal ändern könnte. Ja, durchaus möglich. Ja, das ist halt Klima. Das sind halt natürliche Veränderungen auf der Erde, auf die wir als Menschen leider, das ist meine Meinung dazu, keinen Einfluss haben. Weil es sich dort um Energiemengen handelt, die wir nicht im Griff haben. So. Wenn Sie das erstmal verstanden haben, dann fragen Sie sich natürlich, warum soll ich mich dann überhaupt noch mit dem Treibhauseffekt beschäftigen? Ist das denn nicht nur so ein bisschen, was da noch hinzukommt? Ja, in der Tat, es ist nicht viel, es ist ein bisschen was. Und es ist schon ganz schön mühsam zu erklären, warum der Treibhauseffekt, der ja letztendlich nur für eine zusätzliche Erwärmung in der Atmosphäre sorgt, dann dafür sorgen soll, dass die Temperatur in den Weltmeeren zusätzlich steigt. Ja? Und wenn man sich die Energiemengen ansieht, die damit korreliert sind, dann stimmt die ganze Geschichte nicht mehr, die man uns hier auftischen will von Seiten der Grünen Liga. Öko, Öko, Öko. Ich bin auch Öko, ja, aber ich mache keinen Quatsch. Ich mache keinen Unsinn mit. Ich glaube keine Lügen, sondern ich überlege mir, wie Dinge funktionieren können. Und das, was ich hier zurzeit sehe, diese Propaganda für Dinge, die nicht funktionieren, die ist überflüssig. Ja? Wenn Sie möchten, dass etwas funktioniert, fragen Sie mich einfach und ich sage Ihnen, ob es funktioniert oder nicht. Ich bin ja schließlich Lehrer in Berlin, ja, und war vorher auch schon mal Projektleiter in der Industrie und habe mich da auch um Dinge gekümmert, die dann funktioniert haben. Schönen Tag noch. Ich hoffe, ich habe Sie nicht geärgert. Und reden Sie weiter. Es gibt keine Dinge, über die Sie schon genug geredet haben und die für Sie erledigt sind. Möglicherweise sind Sie ja nur auf Propaganda reingefallen. Cui bono?